Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu den Treiben von Dorf. Ja, wieder mit den anderen Zweien, wieder mit unserem Matthias und dem Spechti. Ja, ich sage heute mal am Anfang der Folge, wenn ihr dabei sein wollt, klickt unten auf den Link, da kommt ihr zu uns auf dem Discord. Und ja, schreibt uns einfach an und wir machen dann mit euch quasi ein Vorstellungsgespräch. Und ja, wir fahren weiter. Wir haben uns jetzt unseren Hafer geholt. In der letzten Folge haben wir den Drescher vom Rudi weggefahren. Und ja, jetzt verkaufen wir erstmal ein bisschen Hafer. Den haben wir ja vor ein paar Folgen gedroschen. Und da wir ja Geld brauchen, tun wir uns ein bisschen was verkaufen. Den Hafer zu Geld machen quasi. Ja, mal sehen, was wir dafür bekommen für die 30.000 Liter Hafer. Bin ich einmal schön in die Kirche ums Dorf gefahren. Da müssen wir hin. Da ist die Mühle. Ja, hier hat alles begonnen, meine Freunde. Auf dieser Straße sind wir hergekommen ins Dorf. Einundvierzigtausend, wow.
Da rieselt es wieder aufs Konto, meine Freunde. Nochmal 43.000. Yay. Da können wir doch so langsam mal unseren Hof anfangen abzubezahlen. Muss ich den Rudi nochmal fragen, was er dafür kriegt. Da. Mal über die App mal ein paar Schafe bestellen. Hänger fahren wir mal hier hinter. So. Höre zu. Oh.
immer den Kärcher bestellt. Aber erstmal anfangen. Man. Schafe. Entschuldigung. Die haben ganz schön Spaß, muss ich schon sagen. So, da wollen wir mal anfangen, die Wiese zu mähen. Ich würde schon sagen, Wiese. Sieht aber gut, muss ich schon sagen. Wie bei. Hey Wolfie. So. Unsere Wiese, schöne Bienen. Alles für die Sharpies.
Machen wir gleich heute raus? Ja, machen wir. Ja. Vor allem sind die Bibelwerke leichter als die großen. Neuen Geräte auch mal gleich testen. Müssen hier mal probiert werden. Da. Ach, schon ein schönes Bild mit den beiden. Wenn nicht, dass der innere Munk ausrastet. Ja. So.
komischer, wenn es doch auch einfach geht. Ist er wenigstens erstmal in Einsatz, der Deutz. Ja. Wie gesagt, meine Freunde, schaut unten im Discord rein. Würde uns freuen, wenn ihr mal Hallo sagen würdet dann. Wir verlinken es auf jeden Fall unten drunter. Ja. Ja, hier die Bäume hoch. Dass mein innerer Bump befriedigt ist. Ich habe ja eigentlich eher den inneren Kinski. Machen wir das Zeug wieder hoch. Koppelt's ab.
Gut. Und ja, meine Freunde, wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr dann. Und ja, wie gesagt, liken, kommentieren, teilen und die Glocke nicht vergessen. Schaut auch bei Schmechti rein. Und natürlich kommt auf unser Discord, wir beißen nicht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.